habe nicht so eine Stimme, so eine durchdringende, die so trainiert ist, aber ich gebe mir Mühe, dass sie mich auch gut verstehen. Es stimmt, vor etwa einem Jahr, als sie mich angerufen haben, kam relativ schnell, dass es nett kommt, doch ein bisschen näher. Weil ich gehe auch so ein bisschen, wir kommen uns alle so ein bisschen entgegen. Diese Performance-Situation gefällt mir schon gleich sehr gut. Nein, als wir ungefähr vor einem Jahr darüber gesprochen haben, hatten wir gerade auch genau im Sommer, im Juli letzten Jahres, Ende Juni war es, auch eine Art Workshop im Grimme-Institut. Und das lief mit internationalen Künstlern auch interessant, aber es war durchaus verbesserungswürdig. Und als ich dann im letzten Jahr, Ende des Jahres war es, mit Erik Lanz und danach dann auch mit Andreas Holder gesprochen habe und erzählen konnte, dass wir hier ein Gebäude haben, wo ich garantieren konnte, ohne dass sie es gesehen hatten, dass es spannend ist für Künstler, habe ich danach Fotos rumgeschickt und ein Eröffnungswochenende hat hier stattgefunden im Sinne von, was kann man denn wirklich machen? Fotos transportieren ja immer nur eine kleine einen kleinen Ausschnitt, eine kleine Idee. Man muss sich das dann wirklich im Detail angucken und ich verspreche nicht zu viel, es geht im Kriechkeller unter diesem Boden hier letztlich weiter, nur der erste Raum. Es sind insgesamt 8 Räume im Kriechkeller. Ich glaube, nur die härtesten Höhlenkletterer haben das dann wirklich gesehen. Ich war da nicht bis zum Schluss drin. Aber das, was man hier sehen kann, ist eine Qualität von Architektur 1971, wie vorne auf dem großen Stein festgehalten, eine Qualität, die absolut toll ist, und zwar in doppeltem Sinne. Einmal von der Konzeption, also von der Anordnung der Räume und der Situation hier mit einem großen Zentralraum, der sowohl kirchlich zu nutzen ist, aber der natürlich auch für alle Formen von menschlichem Zusammenkommen im Sinne eines Marktplatzes funktioniert. Und dann eben auch von der Qualität der Bauausführung, wenn man sich anschaut, wie schön Beton sein kann. Dafür hat man hier wirklich ein Beispiel ersten Ranges. Und deswegen wäre es natürlich wirklich schade, wenn das Ganze hier eines Tages doch abgerissen würde. Ich kann nur hoffen, dass wir länger die Möglichkeit haben, auch in der nächsten Zeit, vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht in den nächsten Jahren, ich weiß es nicht, hier ähnliche Veranstaltungen zu machen. Und ich hatte auch das Gefühl, ich bin ja auch zwischendurch jetzt in der Woche immer mal da gewesen, dass es eine ganze Reihe von Anwohnern gegeben hat, nicht zuletzt die Eltern der Kinder, die im Kindergarten drüben das hier mitgekriegt haben, dass hier wieder Leben ist, dass was stattfindet und dass es letztlich auch eine Bereicherung nicht nur für Mal als Ganzes, sondern eben auch für Lenkerbeck als kleinere Einheit sein kann. Und dann das, was mir immer ein Anliegen ist, dass das Skulpturenmuseum nämlich ein Ort ist, der auf der einen Seite für Mal und für die Malerbevölkerung ist, auf der anderen Seite aber auch ein Aushängeschild sein möchte. Und das ist in diesem längeren Zeitungsinterview oder Zeitungsartikel am Mittwoch ja auch rübergekommen, ohne dass wir das vorher abgesprochen haben mit Zitaten von euch beiden, dass Mal durchaus auf der Landkarte ist. Natürlich nicht für jeden und überall, aber für die, die sich für Kunst interessieren, ist es eine Möglichkeit, Mal wahrzunehmen, und umgekehrt ist es dann für Mal eine Möglichkeit, auch in die Welt hineinzuwirken. Natürlich ist es ein spezialisiertes Feld, aber eben ein Bereich, der dann die Gemeindegrenzen und die Grenzen des Kreises und ich würde mal sagen auch die Grenzen von Nordrhein-Westfalen absolut überschreitet. Und das finde ich eigentlich großartig, dass das möglich ist mit diesen drei spezialisierten Bereichen, für die das Skulpturenmuseum steht, nämlich Skulptur und damit im erweiterten Sinne auch Raum, wie das hier ist, und dann eben für die zwei Professionen, für die zwei Professoren stehen, nämlich Klangkunst und Videokunst, vereinfacht gesagt. Alles, was dazugehört und die Interaktion, dafür wird jetzt Rolf Sachse das Wort ergreifen. Eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Ich finde es nämlich ganz großartig, dass er heute gekommen ist. Es ist sozusagen ein Brückenschlag zurück in meine Vergangenheit. Als ich angefangen habe zu studieren, allererstes Semester, mein allererstes Referat habe ich bei ihm gemacht.